Mal hier drinnen ein Lagerfeuer machen? Probier mal. Ja, oh! Alter, der sieht ja aus, als ob der besessen ist von irgendwas. Ih, da spritzt ja Blut noch raus! Hier ist jemand gefesselt! Lass sie nicht frei. Oh Gott, ist so schnell! Und links und die frisst meine Kuh! Nee, nicht Daumen hoch, du blöde Kuh! Geh runter von meinem Beeren! No. Gut, dass ich noch verrottetes Fleisch habe. Speichern und schlafen oder nur schlafen? Wie du meinst. Ich schlafe jetzt und dann speichere ich. Okay. Kann man Steine nehmen? Alter, wir legen die ganzen Steine hier nicht, kann ich speichern. Chris war das. Nein, ich weiß nicht, ich hab ja auch nicht. Ja. Faule Ausrede. Oh, so ist besser. Oh, Virginia, hallo. Sie hat keine Pistole. Ein verrottetes. Stehen, wo ist die Pistole hin? Hat sie die fallen gelassen? Da kommen wir die. Sag mal. Pass mal auf, Virginia, da vorne ist ja ein Eingeborener, ne? Ist es gerade so, dass der Wald ein bisschen brauner geworden ist? Also wird es gerade Herbst? Komm, ja, Herr es herbstelt anscheinend schon ein bisschen. Herr Fan, knall ihn ab. Guck mich nicht an, knall ihn ab. Sag mal, Kelvin, du Schwein, klaust du einfach die Bäume von den anderen? Bauen wir uns mal hier ein Lagerfeuer hin. Ja, der nimmt wirklich jede lose Baustelle. Lass ihn lieber Äste oder sowas sammeln. Er soll Bäume fällen und nicht Bäumstämme von euch klauen. Nein, das ist irrelevant. Wenn da welche liegen, holt er die. Irrelevant. Aber er geht doch. Er geht und holt die, die schon gefällt sind. Nein. Oh ja, stell das mal um, das ist mega scheiße dann sonst. Ja, warte, ich lass ihn. Ah, warte, dann muss ich erst ein Stocklager bauen. Damit er Stöcke sammeln kann. Oder schmeißt er die einfach zu mir auf den Boden. Ich lass ihn mal nochmal herkommen. Das ist aber nett, dass ihr für mich Bumpf-Dinger gefällt habt. Ja, und wir haben einen riesen Stapel. Warte mal, Aua, das war. Kannst du die in den richtigen Abstand richtig platzieren, die Dinger? Ja, das macht automatisch. Ah, okay. Das ist nur so eine Anzeige dafür. Weil ich mache immer erst die Dinger ran und dann kannst du die runtersetzen. Ist das Fleisch fertig? Ja, okay. Okay, das ist verbuggt, wenn du eine Multiplayer hast mit der Pistole. Ich hab dir auch meine gegeben und sie hat die nicht mehr. Moment, ich komm gleich, ich trinke noch was. Ich kann dich töten. Eingeborene, 4 Stück. Direkt vor uns. Ja. Denk nicht damit darüber nach, dass du drauf hast, zerstör das. Erst! Okay, ich geh zu da nicht helfen. Schöner Schuss, schöner Schuss. Ist da wieder so ein dicker bei? Ja, aber so ein Goldmaskiner. Ja, das ist übel dicker. Da sind einige geschlagen. Komm her hier! Hör auf wegzulaufen! Daniel brennt. Ja, Virginia, wir sehen ihn. Ich hab keine Pfeile mehr. Der eine rennt weg. Ups. Da hinten sind wieder welche. Bei Kelvin. Die haben niedergeknüppelt. Wie, die haben Kelvin niedergeknüppelt? Was ist denn bloß mit Kelvin los? Kelvin allein im Wald. Okay.
bauen? Dass ich einfach einen Kopf nehme und den noch nehmen? Nein, du kannst einen Stock zum Beispiel nehmen. Du schmeißt auf den Boden. Warte mal. Ich glaube. Oh, Entschuldigung. Da kann ich auch das Ding einfach hier auf den Boden stellen. Nee, guck mal, du stellst einfach den Stock auf den Boden. Warte mal. Du klickst aber rechte Maustaste, dann kannst du den Stock hinstellen. Und dann habe ich einen Kopf. Du kannst auch Schädellampen machen mit den ausgebauten Schädeln. Hey, wie steckst du denn bitte die spawnen alle bei mir, ey. Ey, du guckst, nimmst den Stock in die Hand und dann drückst du rechte Maustaste und dann siehst du so einen Kreis auf dem Boden. Oh, pass auf. Oh. Okay, jetzt ist Kelvin, okay. Und wenn du einen Kopf wieder hast, der guckt immer in die Richtung. Also der guckt dich immer an, wenn du ihn draufsteckst. Das ist gut. Was essen und so, weil ich verwechseln. Ah, das dauert aber echt lange, also du hältst echt lange aus, ohne. Daumen hoch, genau. Alle sind tot, Daumen hoch. Bimbo! Nee. Ernsthaft? Meint, dass er ankommen will. Du kannst auch Arme und Beine auf das Trockengestell machen, Chris, und die dann trocknen und essen. Weißt du nicht, ob die spawnen? Ah, ihr flirtet. Schmeißt das einfach irgendwo hin. Wandfackel. Holzbank. Ein Tisch. Stocklager. Oh no, das ist zu weit. Wenn das zu weit ist, du kannst die Stämme auch ins Wasser schmeißen und die dann mit Schwimmen zur Insel bringen. Also nee, das meine ich nicht. Ich meine das mit dem Seil rüberspannen. So. Okay, das ist aber jetzt scheiße, weil dann. So weit. Ja. Das heißt, ein beseitige 5 Meter, was soll das sein? Ich glaube, da macht er das Gestrüpp weg. Ah, okay.
Entschuldigen Sie bitte. Alter, du blöde Drecksau! Was du mit dem Arm? Aber ich kann den nicht anhängen jetzt. Ich wollte echt gucken, ob ich den Arm nicht rein, nur die Köpfe. Ich hoffe, dass sie das noch arbeiten. Im ersten konntest du richtig so. Ja, so FPGs bauen halt. Naja, so richtige mit ganz vielen Armen und ganz vielen Beinen. Das war geil. Das wollte ich nämlich auch eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob das schon geht. Ich glaube nicht. Ja, man kann doch auch Flammenlampen und sowas bauen. Aber meinst du, dass du richtig die eingebaute Snelle nimmst und so? Und die daran machst, die Arme und Beine? Ja. Alter, aber der schmeißt hier mit Sachen bei mir. Was ist der denn für ein Kollege? Ihr seht die Pistole wieder. Ja, ich hab mir meine wiedergegeben. Ich frag die auf einmal wieder. Okay. Vielleicht ist sie against Gewalt. Oh. Die wollen schießen hier. Guck mal, die hat die Pistole. Achso, ich habe mir den Baum abgeworfen. Die hat geschossen! Aber ja, die nicht getroffen, oder? Das, ja. Nee, du hast Virginia umgerannt. Wirklich? Ja. Gib ihm, Virginia, gib ihm! Die schießt ab dir mit der Pistole wieder. Aber lockt es nicht noch mehr Leute an? Ja, wir können jetzt Virginia nicht zurückschießen. Wir haben jetzt den Wachposten. Wachposten, Virginia. Ah, okay. Ich verstehe. Erzähl. Na, nee, weil du bei Christi die ganzen Baumstämme hinmachst. Ja. Und du kannst sie auch einfach so machen. Dann wird hier unten dieses, wenn du auf das Ende guckst, kommt so ein Pfeil nach oben und den macht er einfach so. Ach, das ist so ein Dreieck dann. Ach so, aber er reißt sogar das richtige ab, sehe ich gerade. Ja, genau. Dann hast du den Rest halt übrig. Neben uns ist auch nochmal so ein Punkt, der leuchtet. Wollen wir danach da hingehen, wenn wir gebaut haben? Oder waren wir da schon? Bin ich sicher. Mann, dieser scheiß Baustein. Ich glaube, da waren wir sogar schon, oder? Na, ich weiß es nicht mehr. Ja, da war noch dieses Dorf, oder? Ah, nee, ist die andere Richtung. Gar nicht so weit. Wollen wir dann mal nachher hingehen? Cool, dass er den nicht zurückschießt. Kann man das Lagerfeuer nicht kaputt machen? Doch. Wenn Dani das aktiviert, kann man das kaputt machen. Achso, man kann das auch. Aua, das hat weh. Du kannst ja auch mit Stämmen abwerfen, wenn du einen hast gerade in der Hand. Nee, ich hab gerade einen Multen zu dem gestanden.
Aua! Hier ist dein Freund. Nimm ihn mit. Oh, Schildkröten essen. Macht wieder Experimente. Doch, warte mal, das Lagerfeuer wird man wahrscheinlich auch mit C entfernen können, ne? Ich weiß es nicht. Doch, man kann alles vom Lagerfeuer wieder abmachen. Okay. Also jedenfalls die Steine außenrum. Genial. Winde dich doch nicht. Die zündet mein Haus an. Nee, nee. Ah, hockt sie da, ja. Aber ich will sie auch mal rausbauen. Ich glaube, sie kommt sogar bei dir mit rein, wenn du fertig bist und so. Und schön da am Lagerfeuer, wenn du es da drin gebaut hast. Warum soll ich Bretter sammeln? Aber du hast einen Bauplan gemacht, ne, Efi? Bretter? Ja, sammeln Bretter. 25, nur von 25. Kann sein, ne? Aber sind denn alle den Bauplan da? Ja. Hallo! Jetzt lauf wieder weg. Besser ist. Aua! Schieß! Schieß! Guck mich nicht an, schieß! Na, piept das bei dir dann noch die ganze Zeit, Chris? Chris? Ja? Warum piept das bei dir die ganze Zeit? Klatscht bei mir die ganze Zeit, weil hier Holzplanken und Sattel gefallen sind. Nein, piept irgendwas bei dir? Alter, was? Ich bin genockt. Wurde von zwei Leuten. Oh. Ja, Virginia ist auch genockt. Wir haben zwei gleichzeitig gesprungen. Die Ärsche. Gut, es wäre doch eine Heilung. Hat jemand von euch Kelvin? Nein. Wo ist denn der? Ich warte auf meine Stocklieferung. Ja, wenn das voll ist, dann chillt er wahrscheinlich irgendwo. Der ist nicht voll. Hast du ihm gesagt, dass er es auch will? Ja. Und dann macht er irgendwo Pause. Bei mir ist er im Waldgang, hat hinter dem Stein gechillt. Klingt ja, als hätte es ihm bei einer Und ich warte auf meinen Und ich dann auch die Pause, Stimme. Du musst dann auch die Pause machen lassen, weil sonst macht er gar nichts mehr. Irgendwann. Ja. So ein fauler Hund, ey. Ja, aber ich höre das bei dir immer piepsen, Chris, oder ist das
Gibt's das bei mir? Was piepst bei mir? Aber warum piepst das bei mir? Keine Ahnung. Aua. Die ganze Stelle. Der Schreck. Alter, jetzt ist aber mal Schluss hier, ihr kleinen blöden Wichser. Ich hab mir gerade die Sachen hergestellt. Verpiss dich jetzt, du blöden Wichser. Und der droppt mir gefälligst einen Lederbeutel. Ich will deinen Hab und Gut haben. Du blöde Sau. Ja. Guck mal, Chris, was der bei mir macht. Müssen wir dahergehen? Ich weiß nicht, ich gehe gerade hinterher. Aber warte doch auf uns, dass wir mitkommen können. Na, eigentlich hat sie mir vorne nur so 3 Meter weiterlaufen, hat dann gezeigt, dass da Bäume waren von Neo, aber jetzt macht sie eine richtige Tour. Okay. Wer weiß, wo es hingeht? Ich weiß es nicht. Sie weiß es. Du kannst dich ja nicht aufhalten, also... Warum? Warte, ich will mitkommen. Ja, ich kann nicht warten, wenn ich sehe. Der scheiß Baum hier nicht mit. Dann komm ich nicht mit. Virginia, warum entführst du mich? Was ist das? Okay. Kevin, komm mal her, ich brauche jetzt wirklich die Stöcke. Beeil dich jetzt mal bitte. Schneller, wenn ich das suche. Danke. Musst du aber nicht raufklettern. Das ist geplant. Ja, jetzt bist du wieder da. Jetzt hat sie aufgehört. Die wollte es mir zeigen. Lol. Die zeigt es mir nicht mehr. Die ist das. Die haben sie beim Stehen. Ich war die ganze Zeit hinter dir. Wow, der Pfeil fliegt gar nicht weit. Oh. Sie ist genockt. Was machst du denn für Virginia? Gar nichts, sie wurde angesprungen von hinten. Okay. Da ist noch einer. Das kann man nicht wieder wegmachen, das Feuer. Schade. Konserven. Wo sind denn diese gekochten Arme jetzt eigentlich? Oh, hier. Wessen Fuß ist da auf meiner Matte? Das ist mein eigenes. Okay. Ich glaube, der muss ja sterben da vorne. Kannst du da laufen? Ja. Haha, der hat getroffen. Er ist tot. Ja, Daumen hoch. Verscherzt ihr das nicht mit ihr? Die knallt ihr einfach in den Rücken. Tja.
Holz wird schon sehr schwer. Alter, der geht jedes Mal durchs Feuer durch. Ja, ihm ist kalt. Scheint so, ja. Wie ruhig und konzentriert einfach alle sind. Ich bringe mein Abendessen nach Hause. Das ist das Laufen und Erbsen auf dem Mond. Knochenmacherfalle. Fliegenklatschenfalle. Ein Beobachtungsturm kann man sogar bauen. Und ein Anbau. Ja, der ist teuer. Relativ. Alter, das ist ja zum Glück nicht eng hier drin. Wo ist der Kopf hin? Oh, ist meine Falle hier etwa gerade ausgelöst worden? Was habe ich denn gefangen? Was ist das? Ich habe anscheinend irgendwas gefangen gehabt. Scheiße, ich hab sie verloren. Virginia? Ja, der Wald ist hier so dicht. Musst du auf dein Zeichen einfach gucken, oder? Ich hab sie ja nicht getrackt, wie näher. Naja, ich glaube, jeder sollte sie tracken, oder? Aber du siehst ja auch nicht. Nein. Aber sag mal, es wird gerade Herbst, oder? Kommt mir das so vor? Es ist Herbst, ja. Nein, ich hab sie verloren, Scheiße. Toll, Chris. Die ich rufen kann. Alter, jedes Mal rennt er durchs Feuer. Wie kann man denn so dumm sein? Rennt er aber auch? Ja. Okay. Und jedes Mal wundert er sich. Der Trottel. Ja, was soll das? Mann, Alter. Thank you.
Warum ist der Baum dann jetzt zur Hälfte geworden? Mit dir durchgehackt. Ne, ich hab den einfach mal reinmachen wollen. Achso, und dann hat er nur die Hälfte gebraucht für den Einstamm. Achso, hier für die Ecke. Hm, okay. Ganz schön neblig hier auf der einen Ecke hier. Aber optisch sieht schon echt schick aus, muss man sagen. Ja. Ach, das ist Calvin. Ich dachte, du hast schon wieder Besuch da hinten. Nee, nee, der sammelt meine Bäume ein, die ich gefällt habe. Alleine in einer Höhle? Ja, und Nein. Da ist am Ende des Ufers und da will ich noch nicht rein. Da hole ich und liebe euch. Okay. Das ist ein bisschen zu creepy. Hat der kleine Chrissy Angst? Ja, ich hab das Gefühl, dass das war das, was mir zeigen sollte. Da kann er sein. Lustig ist, aber ich höre so von hier hinten die Bäume hoch rein bei euch. Echt? Groß, ja, ja. Tja. Ist der Jenny jetzt wieder bei euch? Oh, jetzt ist mein Feuer hier kaputt. Ich sehe nur Calvin. Ich sehe nämlich auch nur Calvin. Calvin ist jetzt Virginia. Calvin klaut meine Bäume. Was? Oh. Sorry, Neo. Alles gut. Kann er nur eintragen. Er ist nur ein halber Mensch. Stimmt, der trägt ja wirklich nur ein. Wenn ich eigentlich mache, dass er Knochen holen soll, das macht er nicht, ne? Steine, Stämme, Beeren, Stöcke. Fische kannst du ihn holen lassen wegen Essen. Nee, geht tatsächlich hier nicht, weil es nicht in der Nähe ist. Anscheinend muss man mit ihm da hingehen. Ah, wegen kein Wasser, okay. Ich glaube, der Konstruktion da. Sie nicht fluchen gehört? Nee, es geht hier ums Verrecken. Wie am sonst. Ah, oh, da ist ein Ureinwohner. Wo ist da? Bei mir hinterm Haus links. Was für einer? Na, auf jeden Fall nicht so ein kleines krabbelndes. Das ist Calvin. Nein, dann da ist noch wer gewesen. Der Busch neben mir brennt. Cool. Scheiße. Okay. Oh, doch, er kämpft mit ihm. Nein, Calvin! Ist ja ein Kind. Das ist kein Kind. Ah, das ist eine Frau. Die hat Calvin niedergestreckt. Ja. Oh, Calvin steht wieder. Er hat jetzt gewonnen. Nein. Ich glaube, sie hat ihn nur umgemoscht. Ah, die Pflanztöpfe machen hier gar nichts, wa? Da musst du schon sagen, weiß ich nicht. Oh, gießen, das kann doch gut Idee sein. Aber es ist auch so gewachsen. Da bist du ja wieder! Was wolltest du mir zeigen? Das wird sie dir bestimmt sagen. Danke für die Bären. Oh.
Sie hat gesagt, hier bitte! What the fuck? Was? Sie gesagt, redet? Hier bitte! Nein! Sie hat gesagt, ich bin und dann hörst du Chris ein krankes. Ohne Spaß, sie hat eben zu mir gesagt, hier bitte! Naja. Als ob. Ja! Ja. Die ist so geil! Als ob sie das gesagt hat. Ja. Doch, Mann, das ist richtig geil. Ey, ganz ehrlich, ich hasse die, ne? Wie soll ich verpissen von dir? Nein, warum? Die blöde Ziege. Ein PC, Mann. Mit drei Beinen und drei Armen. Das ist das einzige genau. Human Being, was irgendwie Attraktivität für mich empfindet anscheinend. Was? Gehen wir mal pennen. Weil der Baumrad runter nicht so gut. Oh, es ist wirklich hart dunkel. Oh, das ist so gut. Ah, sie haben einen. Guten Tag, Kinders. Hallo. Neuer Tag. Hallo. Das ist der Stein. Chris, kommst du? Ja. Ich kann nicht jetzt. Sieht lustig aus, wie alle da zusammen rumsteht. Gruppenkuscheln unter der Plane. Wie wollen wir alle vor allem da unterpassen? Das klappt schon. Vor allem sie ist jetzt auch dabei. Ah, okay, gut. Hä, die verfolgt dich jetzt die ganze Zeit, oder was? Nimmst du sie dann? Ja.